Sonntagmittag, kurz nach 12. Seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung heute, beziehungsweise einen Spaziergang. Ich habe auch keine Kamera mit, aber ich habe gedacht, komm, da filmst du ein bisschen mit dem Handy. Oder vorne gibt es schon einen kleinen Apfelbaum. Ja, wir sind heute hier unterwegs in der Nähe von Trier, sind in Sürzenich gestartet und gehen bei den Sürzenicher Wasserfall. Der ist ganz schön, der war schon mal. Und noch hoch zur Mariensäule, da gibt es dann auch einen schönen Blick über Trier. Ja, wir gehen dann mal los. Die Runde hat so etwa 10 Kilometer. Da geht es auch teilweise noch über den Moselsteig auf der Etappe von, ja, ich glaube von Trier nach Schweich müsste die Etappe sein. Dann kommen wir noch ein bisschen durch, geht ein bisschen rauf und runter, gibt schöne kleine Wege. Ist eine schöne Sonntagsmittagsrunde. Und dann gehen wir hier mal weiter. Hier gibt es noch einen schönen Apfelbaum. Da versuchen wir uns jetzt mal einen Apfel zu entwenden, obwohl es verboten ist. Darf man ja auch wieder nicht. Naja, wenn keiner sieht. Ne? Weiter geht's. Richtung Irrela, Gottes Willen. Sürzenicher Wasserfälle. Wir gehen hier schon eine ganze Weile bergab, obwohl eigentlich die Mariensäule auf dem höchsten Punkt von Trier steht. Was sagt uns das? Na, was sagt uns das? Was denn? Wenn wir die ganze Zeit bergab gehen. Ja, es geht irgendwann wieder hoch. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier sind so richtig so tiefe Gräben, wo irgendwann mal, als es noch Regen gab, mal Wasser hinabgeschossen ist. Komoot sagt, hier ist ein Weg. Dann wird hier auch ein Weg sein. Das kennen wir doch. Bis jetzt geht's noch. Da muss man nur ein bisschen Chinook passen, ne? Cool, hier können wir auch wieder ein bisschen üben, durch Sand zu laufen. Ne? Ja, was sagt uns das? Was war noch für ein Megamarsch? Hier sieht man schön den Sand. Megamarsch Sylt. Und, was noch? Ja, ein großes Hindernis. Mal Leute rüberkommen. Da gucken wir mal. Oh. Du stellst dich an, ey. Jo, Mädchen. Ich hatte in der Hand dasselbe Stick, in der anderen Hand die Kamera. Und dann noch, ja, du hast gut reden, ne? Gut, ich glaube schon, wir haben das Glück. Da kommt der kleine Sürzenicher Wasserfall. Ich habe halt gedacht, es wäre vielleicht überhaupt kein Wasser drin. Aber im Bach ist noch ein wenig Wasser. Gehen wir mal gucken, ob wir den finden. Ist jetzt der berühmte Sürzenicher Wasserfall. Ist sogar noch ein bisschen Wasser drin, aber auch wirklich nur noch minimal. Nehmen wir mal gucken. Da müssen wir jetzt runter und auf der anderen Seite den Weg wieder hoch. Machen wir nicht. Ja, schön hier. Schön gemütlich auch. Ne? Idyllisch. Sozusagen. Oh, wenn hier Frutsch kommst, mein lieber Junge, da warst du fort. Ich habe gerade vorgeschlagen, ich rutsche da runter mit dem Hund im hintersten Teil. Und da filmen wir das. Ne? Da bist du direkt dabei, ne? Ist klar. Das machen wir nicht. Den Spaß bekommen wir jetzt nicht zu sehen. Aber das Schöne hier ist wirklich noch Wasser drin. Und das ist schon gut. Ich habe echt damit gerechnet, dass komplett ausgetrocknet ist. Weil hier kommt nicht mehr wirklich viel Wasser. Wie war das noch? Sonntags werden noch nur Ruhetouren gemacht. Keine Höhenmeter, hier geht er jetzt ganz schön berghoch. Mein lieber Mann, hier ist Bergsteigen. Auf Zehenspitzen geht's hinauf. Die Mühe des Bergsteigens, hinaufsteigens hat sich gelohnt. Jetzt haben wir mal einen wunderschönen Blick auf Trier. Hier kann man so ziemlich alles sehen von Trier. Geradeaus, so, ganz oben der Turm ist der Petrusberg, da waren wir letzten Samstag, ne?
Mhm. Haben wir das Gebäude da. Was war das? Jetzt noch ein Dom geradeaus. Ist das richtig jetzt? Die Basilika. Was denn jetzt? Die Basilika. Okay, Basilika, links ist der Dom. Also, das große Gebäude jetzt ist die Basilika. Links der Dom. Die Porta kann man auch irgendwo sehen. Ich habe sie gerade schon mal gesehen. Ich versuche mal. Ja, also man kann sie sehen. Ich zoome das Ding mal ran. Wo ist sie denn? Ich versuche mit dem Finger drauf zu zeigen. Ich sehe sie. So, mein Finger. Ja, das ist ein bisschen dick, mein Finger. Aber da, genau vor meinem Finger jetzt, ist die Porta Nigra. Das ist die Römerbrücke. Das ist die Römerbrücke. Das ist mein Finger. Da ist der dicke Finger. Das ist die Römerbrücke. Das ist die Römerbrücke. Ja, habe ich schon gezeigt. Alles richtig. Auf der anderen Seite waren wir letzten Samstag, ganz oben, wo der Dom steht, auf dem Petrusberg. Jetzt sind wir mal auf der ganz anderen Seite angekommen. Das ist nochmal ein schöner Blick hier. Wir gehen ein Stückchen weiter, vielleicht kann man das gleich nochmal sehen. Das Kaiserpalais da oben. Was Kaiserpalais? Das hier, das Kaiserpalais. Ja, gut. Okay, dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ich muss noch mit dem dicken Finger in die Kamera dort, wo jetzt mein Finger ist. Da sind sogar noch die Kaiserthermen. Also von hier kann man fast alles von Trier sehen. Herrlich hier oben. Weiter geht's Richtung Mariensäule vermutlich. Ja, hier ist heute mein schöner Weg. Aber besser die Kamera mitgenommen. Ach, mein Handy geht's auch. Kann man gleich nochmal schönen Blick über Trier sehen, wenn ich rumdrehe. Wahrscheinlich blendet die Sonne jetzt gerade. Herrlich hier oben. Oh, da kann man jetzt sogar noch weiter gucken nach links. Drehen. Das sieht man doch gar nicht. Ja, hier oben haben wir alles. Natur und die Stadt, alles vorhanden. Uns riecht irgendwie noch Feuer, ja. Mal gucken, was da los ist. Ich bin am Grill, dort brennt schon wieder. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Und kann man jetzt sogar die Mariensäule sehen, da gehen wir jetzt auch noch hin. Wo ist sie denn? Ah, da. Die kriegst du heute alles geboten. Ja. So, mit einem letzten Blick über Trier geht es dann wieder runter in den Wald. Hier hat man beides, Stadt und Land und Fluss. So, da sind wir wieder zurück auf Moselsteig. Rechts geht es zur Mariensäule, da waren wir eben. Jetzt gehen wir noch ein Stück Moselsteig. Ins Busental gehen wir jetzt. Ja, da ist doch was Feines. Da gehen wir jetzt mal glatt gucken, was da zu sehen gibt. Im Busental. So, da machen wir hier immer so eine kleine Waschzähne, wie manche andere Leute auch machen. Kopf macht schnackig. Machen. Soll mich schnackig machen? Ja. Ja. Wie kommt das da hin? Oh, herrlich. Oh, das tut gut. Ah. Ah. Kann man auch trinken. Ja, stimmt. Klar. Ein Schluck geht immer. Freund. Von Menschen. Einmal frei. So, jetzt geht es wieder schön durch den Wald durch. Ist eigentlich eine ganz schöne Runde. Könnte ich so weiterempfehlen. Wer es nachwandern will, ich schlage bei Komoot hoch. Geht doch jetzt hier ein bisschen berghoch, aber herrlich hier im Wald. Die Tour wird angepasst. Ja, das ist mir klar. Ich gehe auch anders. Mitten im Wald, ja. Kippen wir. Jetzt umkehren. Nicht umkehren, wir gehen hier weiter. So, dann sind wir nach 500 Metern im Ziel. War eine schöne kleine Runde von 9 Kilometern. Ging ein bisschen bergauf und runter. Jo, war schön unten beim Wasserfall und dann auf einmal den Blick über Trier. Ja, ist eine schöne Kombination aus Natur und Stadt. So Runden sind auch am Zimmer ganz schön. War eine ganz gemütliche Runde heute, aber machen wir sonntags ja nicht immer. Wollte eigentlich gar nicht filmen. Wie gesagt, nur mit dem Handy gefilmt. Die Qualität ist aber nicht ganz so gut, aber das macht ja nichts. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen gefallen.
Mein Name ist Martin und über Likes und Kommentare freue ich mich wie immer sehr und über ein Abo noch viel mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.